So schnell vergeht die Zeit. Hallo bei Daddy Vintage. Das ist ein Kanal für Toys, Movies und Reviews. Letztes Jahr haben alle noch von diesem Schlag ins Gesicht gesprochen. Und gestern war es wieder soweit. Die Oscarverleihung 2023. Und meine Meinung dazu sage ich euch, wenn ihr dran bleibt. The power of the dark side, side, side. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. 7 Oscars, aber unser Beitrag aus Deutschland, im Westen nichts Neues, hat immerhin den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen. Ja, zum ersten Mal seit Jahren habe ich mir mal wieder eine Oscarverleihung komplett angeguckt. Und ich fand es super spannend. Denn es stand ja im Raum, dass im Westen nichts Neues vielleicht sogar den Oscar gewinnen würde oder die meisten Oscars. Es fing ja damit an, so mit einer Anspielung auf Top Gun, dass der Moderator Jimmy Kimmel da mit einem Fallschirm auf die Bühne runtergelassen wurde. Dann ging es auch mit einigen Werbeunterbrechungen natürlich zur Sache. Der erste Film, der einen Oscar bekommen hat, war ja dieser Animationsfilm Pinocchio, der auch auf Netflix läuft. Also nicht der mit Tom Hanks. Ja, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, kann ich nicht so viel sagen. Aber was mich richtig, richtig gefreut hat, dass dieser Schauspieler, ich muss erst mal gucken, Ke-Yu Kwan, wir kennen ihn alle von den Goonies und von Indiana Jones, dass der einen Oscar gewonnen hat. Und gleichzeitig auch Jamie Lee Curtis von Halloween. Für die beiden habe ich mich am meisten gefreut. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe diesen Film, der ja auch auf Sky läuft, angefangen und nach einer halben Stunde ungefähr abgebrochen. Also der ist wirklich so anstrengend. Aber ich habe natürlich jetzt richtig, richtig Lust, weiter zu gucken. Also ich werde mir den Film auf alle Fälle jetzt nochmal komplett angucken. Allerdings muss ich sagen, war ich schon überrascht, dass mit 7 Oscars und bester Film der Film der Gewinner des Abends war. Dann ging es weiter mit dem Oscar für die beste Doku, Nawalny. Das war eigentlich schon klar. Also ich habe keine dieser Dokus gesehen, aber als ich gesehen habe, da ging es um Nawalny und Russland, war mir eigentlich klar, dass aus politischen Gründen diese Doku den Oscar gewinnen wird. Interessiert mich aber auch. Also wenn ich die mal zu fassen kriege, werde ich sie mir auf alle Fälle angucken. Dann ging es weiter mit den ersten Oscar für Im Westen nichts Neues, Kamera. Hat mich super gefreut, da sind dann ja auch viele Deutsche dabei gewesen, die da in dem Team gearbeitet haben, die einen Oscar bekommen haben. Und plötzlich stand da ein Esel auf der Bühne. Habe ich auch nur gedacht, so, die haben das arme Tier doch nicht wirklich aus Irland einfliegen lassen. Auf alle Fälle hoffe ich mal, dass da die ganzen Tierschutzrichtlinien befolgt wurden. Dann ging es weiter mit dem Oscar für Kostüm, Wakanda Forever. Dann der beste internationale Film, da habe ich mich super gefreut für Im Westen nichts Neues. Und dieser Film war übrigens auch das erste Video, was ich für diesen Kanal gedreht habe. Ich habe nämlich Im Westen nichts Neues nicht auf Netflix gesehen, sondern ich habe die Chance genutzt, ihn vorab schon im Kino zu sehen, um die Atmosphäre noch besser mitzukriegen. Und wie mir der Film gefallen hat, der jetzt 4 Oscars bekommen hat, das seht ihr, wenn ihr hier klickt. Dann ging es weiter mit einigen Dokumentations-Oscars von so oder Shortfilmen von Filmen, die keiner kennt. Dann war unser lieber Fanliebling Pedro Pascal auf der Bühne. Wir alle lieben ihn wegen The Mandalorian und wegen The Last of Us. Staffelfinale war ja auch heute. Und ein musikalischer Beitrag von Lady Gaga.
ist auch sehr gut angekommen, obwohl ich sagen muss, dass das Lied, was sie für Top Gun geschrieben hat, jetzt nicht so der Welthit ist, meiner Meinung nach, war, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Aber trotzdem toll, sie wiederzusehen, sie live auf der Bühne zu sehen. Und der Song hat ja auch keinen Oscar gewonnen. Weiter geht's. Dann Produktionsdesign heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Im Westen nichts Neues, der Oscar. Dann Musik im Westen nichts Neues, der Oscar. Und da hat man dann gedacht, so, wir sind jetzt bei bei 4 Oscars angekommen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag so weiter. Aber dann ist es so gewesen, dass leider kein weiterer mehr dazugekommen. Fair war natürlich, dass Avatar 2 den Oscar für die besten Special Effects bekommen hat. Und dann kam der große Auftritt von Everything, Everywhere, All at Once. Ich komme da mit dem Titel immer durcheinander. Da gab es den Oscar fürs Drehbuch, für den Schnitt, für die Regie, für die beste Schauspielerin und den besten Film insgesamt. Da konnte natürlich keiner mehr irgendwie was machen. 7 Oscars insgesamt, 4 Oscars für Im Westen nichts Neues. Top Gun hat dann wenigstens noch seinen Oscar gekriegt für den besten Ton. Also bei solchen Filmen kommt es natürlich auch drauf an, dass es da wirklich im Kino rumst. Und da waren dann auch so Filme dabei, wirklich von denen ich noch nie was gehört habe. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Brendan Fraser als bester Schauspieler den Oscar bekommen hat, obwohl ich diesen Film nicht gesehen habe und praktisch auch nichts von gehört habe. Ja, aber wo Gewinner sind, sind auch Verlierer. Und zwar, ich kann mir den Namen immer noch nicht merken, dieser Film mit Colin Farrell war ja gefühlt in jeder Kategorie nominiert und hat nicht einen einzigen Oscar gewonnen. Und genau so war es natürlich auch bei The Fabelmans. Man hat so viel Positives über den Film gehört und Steven Spielberg und seine Mitarbeiter, die dann in anderen Kategorien nominiert waren, haben ebenfalls keinen Oscar gekriegt. Sogar der große John Williams ist bei der Musik leer ausgegangen. Das waren dann sozusagen die Verlierer, The Fabelmans und dieser irische Film. Aber aus deutscher Sicht ist es eigentlich super gelaufen. Und ich habe jetzt eine neue Herausforderung. Ich werde mir nicht nur Im Westen nichts Neues, der ja in Deutschland eigentlich auch sehr viele schlechte Kritik bekommen hat, angucken. Aber hier geht es meiner Meinung nach nicht darum, um dem Original nachzueifern, sondern einfach diese Anti-Kriegs-Message zu schicken. Und meine Herausforderung ist, ich werde mir Everything, Everywhere, All at Once nochmal komplett angucken. Und wie gesagt, ich habe mich für diesen Schauspieler von Goonies und Indiana Jones so gefreut. Er hat die emotionalste Rede gehalten. Aber der Film ist doch total anstrengend. Habt ihr den wirklich durchgeguckt? Ist es ein Meisterwerk? Bitte schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und nach dem Oscar ist vor dem Oscar. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Daddy Vintage. Thank you.